Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe ein spontanes Live hier. Und zwar habe ich gerade eine Quote, ich habe es jetzt einfach mal auf Englisch hier kopiert, von Dr. Joe Dispenza gefunden. Und zwar, wir sind alle durch ein Feld verbunden und diese Energie des Feldes nennt sich Liebe. Und das ist genau das, was ich auf meinem Weg auch rausgefunden habe, das heißt rausgefunden, erfahren habe. Und warum ich jetzt den Weg dieser Divine Healing Energy, der göttlichen Energie gehe, das ist genau das. Weil dieses Feld, und ich habe es vielleicht schon mal angedeutet, aber jetzt möchte ich da noch mal ganz ein bisschen deutlicher werden, dieses energetische Feld, das ist schon immer da. Hallo, guten Morgen. Dieses energetische Feld nenne ich eben Gott oder göttliche Energie. Denn göttliche Energie ist nichts anderes als Liebe. Nur wenn wir diese göttliche Energie noch besser beschreiben und besser kennenlernen und besser auch mit unserem Verstand verstehen, was das Göttliche in uns, der größte Teil in uns, eigentlich in Wahrheit ist und möchte, dann sind wir in der Lage, eine wunderbare Beziehung herzustellen zu dieser göttlichen Energie, aber gleichzeitig auch eine wunderbare Beziehung herzustellen zu unserer göttlichen Wahrheit. Und das ist für mich die heilende Magie. Wenn wir diese beiden Dinge für unseren Verstand in Ordnung bringen, in Einklang bringen, dann verbinden wir eben das Herz mit dem Gehirn. Und das Herz ist nichts anderes wie unsere fleischige Manifestation unserer göttlichen Antennen. Vielleicht kann man es so sagen. Und genau um das geht es, wenn wir diese Anwendungen machen mit göttlicher Energie. Wir machen eine Beziehung, wir stellen eine Beziehung her und diese Beziehung ist wie ein Kanal, wo wir das Göttliche channeln, runterholen, runterladen oder erlauben im Prinzip, ja, erlauben unseren menschlichen, fleischlichen Körper aus der Perspektive des Göttlichen zu sehen. Also das Ganze ist noch viel, viel komplexer auf der einen Seite. Zwar ist es einfach, wenn wir sagen, ja, dieses Feld, das uns verbindet, ist Liebe. Aber um in dieses Feld der Liebe einzutreten, ist es für mich einfach essentiell anzuerkennen, dass diese Liebe aus unserer göttlichen Wahrheit entspringt. Und wenn wir diese göttliche Wahrheit annehmen können, für uns selber und diese göttliche Perspektive für uns in unseren Verstand implementieren, so dass unser Verstand aus einer göttlichen, liebenden, perfekten Perspektive heraus sieht, denkt, fühlt und hört. Und dann kommen wir in unsere Ganzheit, in unsere Vollkommenheit. Und diese Anwendungen mit göttlicher Energie sind quasi ein Tool dabei, das unseren Körper spüren lässt, wo diese Wahrheit, diese Göttlichkeit, diese Fehlerfreiheit, diese Vollkommenheit ist. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben auch jeweils den Verstand integrieren und ihn neu informieren über die göttliche Wahrheit. Und das ist eigentlich so das, was ich verstanden habe für mich selber, was wirklich mir die Wirkung noch nicht erlaubt hat, oder wenn ihr zum Beispiel viele Testimonials seht von sogenannten Spontanheilungen und Wunderheilungen in Dr. Joe Dispenza Retreats, dann sprechen die auch davon, dass plötzlich dieses Feld dieser reinen, bedingungslosen Liebe in sie eingetreten ist. Sprich, sie haben gespürt diese Verbindung. Dem Moment, wo sie es eben
zugelassen haben, in dem Moment, wo sie die Tür geöffnet haben, wie Dr. Joe Dispenza sagt, und dieses Feld der reinen, fehlerfreien, perfekten Liebe eins wurde mit dem menschlichen Körper und dem menschlichen Verstand, konnte diese Wunderheilung und Spontanheilung entstehen. Und das Problem für viele ist ja immer auch gewesen und für mich auch, wie komme ich dahin? Ich brauche dieses Feld der bedingungslosen Liebe. Ich muss es spüren, ich muss es annehmen, ich muss es akzeptieren, ich muss es zulassen, ich muss es dem hingeben. Der nächste Schritt, den ich halt für mich gemacht habe in meiner Entwicklung, war eben, dass ich gesagt habe, okay, aber was steht mir dazwischen? Was erlaubt mir nicht, diese Verbindung anzunehmen? Und das ist eben der Verstand gewesen, weil der Verstand ein menschlicher Verstand war, ein beschränkter Verstand, ein bedingungsloser Verstand. Und diesen Verstand neu zu informieren und neu zu konditionieren, dass er eben sich mehr und mehr öffnet und mehr zulässt, was das Göttliche wirklich ist. Ja? Dazu musste ich das Göttliche kennenlernen, dazu müsste ich eine Beziehung zu dem Göttlichen aufnehmen, dazu müsste ich eine Vertrauensbeziehung mit diesem Göttlichen aufnehmen, damit ich das Menschliche mehr und mehr loslassen konnte. Und das ist für mich eigentlich so, ja, die Zauberformel oder die Magie, diese zwei Aspekte, diese zwei Perspektiven zusammenzukriegen und zu vereinen. Und das ist eben auch das, was man meint, ich muss das Herz, das Gehirn mit dem Herz in Einklang bringen, in Kohärenz bringen. Aber dazu kann ich eben an beiden Fronten arbeiten, ja. Nicht nur an mir als menschlichen Körper, sondern eben auch an mir als göttliche Perspektive. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist eben, dass ich die göttliche Perspektive kennenlerne. Aber ich lerne sie ja nicht kennen, wenn ich das glaube, was mir die Religion und was mir die Kirchen über das Göttliche gesagt haben, dann lehne ich das ab. Und solange ich diese göttliche Perspektive ablehne, weil ich fehlinformiert bin, bekomme ich nicht den Zugang, bekomme ich nicht die Beziehung, die ich brauche, um dieses Ganze und Heile in mir zu integrieren und gleichzeitig eben auch meinen Körper diesbezüglich zu informieren, um dann die Manifestation eines gesunden, vitalen und jungen, jugendlichen Körpers zu haben. Und all das ist möglich. Nur es beginnt einfach in unserer Vorstellungskraft, in unserer Auffassungsgabe und in unseren Überzeugungen. Und diese von uns gelernten tiefen Überzeugungen zu transformieren, dazu haben wir eben zwei Möglichkeiten und diese beiden müssen wir ausschöpfen. Einerseits auf der energetischen Ebene zu arbeiten, um mit unserem Verstand analog in die gleichschwingenden, in der gleichen Frequenz bestehenden Vorstellungen eintreten zu können, dass wir uns überhaupt die Erlaubnis geben können. Also es sind wirklich diese zwei Aspekte, an denen es wichtig ist zu arbeiten. Und es ist für mich einfach wirklich jetzt diese Mission zu haben und diese Göttlichkeit zu bereinigen, weil das ist das, was uns klein hält. Es ist, was so viele Menschen davon abspaltet, in diese Einheit zu gehen. Und ich weiß auch, dass deswegen Dr. Joe Dispenza einfach nur von der Liebe spricht, weil diese Liebe ist wenig bedingungslos, sagen wir mal. Wir haben natürlich auch unsere Bedingungen an Liebe gesetzt, oder? Die sind aber vielleicht etwas einfacher abzulegen und in diese Bedingungslosigkeit reinzugehen, als die Göttlichkeit in die Bedingungslosigkeit zu befördern für uns. Aber aus meiner Sicht ist es notwendigst, weil es ist überall präsent, diese Lügengeschichten, diese Bedingungen, die an Göttliches geklebt werden, und das gehört aufgeräumt, damit wir in unsere wahre Kraft und unsere Power gehen, in unsere Heilkraft und in unsere Manifestationskraft. Und da ist der Schlüssel, da ist
dieses Geheimnis drin. Und ich kann es zwar ausblenden und einfach drum rumschiffern um das Wort göttlich und die Göttlichkeit und was das alles bedeutet, und ich kann es zur Seite nehmen, aber nichtsdestotrotz ist es präsent in unserer Gesellschaft, nichtsdestotrotz ist es allgegenwärtig und erzeugt in uns durch diese Fehlinformation eine Ablehnung. Weil eben Kirche und Religion Schindluder mit dem Göttlichen betrieben haben, ganz bewusst übrigens, um uns Menschen nicht in unsere Kraft kommen zu lassen, um uns in Abhängigkeit zu halten. Und das ist das Allerwichtigste, uns in diese komplette Selbstbestimmtheit wieder rein zu katapultieren, um dann daraus wirklich unabhängig vom Außen, von dem, was vorher kreiert worden ist, weil uns ja das so eingetrichtert worden ist, haben wir alle schön brav mitkreiert an einer bedingten Welt, an einer unterdrückten Welt, an einer unfreien Welt. Und um da jetzt rauszukommen als Kollektiv, ist ein wichtiger Punkt, dieses Göttliche in Ordnung zu kriegen, unsere Göttlichkeit anzunehmen und unsere Beziehung mit der großen Göttlichkeit, mit diesem großen göttlichen liebenden Feld aufzunehmen und uns als Teil oder als Ganzes dessen zu sehen gleichzeitig. Ja, es ist immer schwierig, das auszudrücken. Ich versuche, gute Worte zu finden. Aber deswegen machen wir eben auch diese Anwendung mit göttlicher Energie, weil je mehr du das machst, desto mehr spürst du es in dir. Und wenn du es fühlst, dann findest du auch die korrespondierenden Gedanken dazu. Dann kommt dir der richtige Gedanke. Dann kommt dir wirklich dieser Aha-Moment. Und dann bekommst du auch diese Klarheit, dass du eben nicht dein Körper bist, dass es ein menschlicher Anteil ist, der 0,1% dessen ist, was du wirklich bist. Quantenphysik sagt ja irgendwie, du bist eben dieses leere Schwarze, mit dem Dr. Joe Dispenza auch arbeitet, wo aber ganz, ganz viele abgestoßen werden, ne? Weil dieser schwarze Raum ja Angst, also die Vorstellung eines schwarzen Raumes ist nicht gerade befreiend. Und ich habe es auch in unserem sonntäglichen Call jetzt erklärt und habe gesagt, wir können uns so vorstellen, dass wir durch diesen schwarzen Raum hindurchrauschen und uns dann dort treffen, wo die göttliche, liebevolle, helle, wunderbare Einheit besteht, die wir wirklich sind. Ja? Wenn wir aus, der schwarze Raum ist ja nur die Materie quasi, unser materieller Teil, 0,01% dessen, was wir sind. Aber der Rest ist einfach dieses Göttliche. Und dieses Göttliche ist so, so kraftvoll. Wenn wir da voll eintreten, dann können wir uns selber, die anderen heilen, Geldthemen heilen, Business heilen. Dann sind wir Schöpfer, dann sind wir Gott unserer Welt. Und zwar Gott, wir dürfen Gott sein unserer Welt, weil das ist, was wir wirklich sind. Und das ist keine Verhöhnung des Göttlichen, sondern das ist die Wahrheit des Göttlichen. Das hat uns halt jeder irgendwie so madig gemacht, weil stell dir vor, wenn wir jetzt alle da eintreten in diese Kraft und diese Power, können wir nicht mehr manipuliert und kontrolliert werden. Dann leben wir nicht mehr in Mangel, sondern in absoluter Fülle und Freiheit. Das ist eine ganz andere Welt und es ist die neue Welt, in die wir jetzt eintreten. Und es ist gut und wir dürfen alle gerüstet sein. Es ist so cool, wenn wir uns jetzt aufrüsten mit dieser Wahrheit, mit dem wirklichen Wissen unseres Sein und liebevoll in diese Kraft eintreten. Ja? Und das ist meine Mission und deswegen mache ich jetzt übrigens auch noch diese 5-Tage-Challenge, die morgen anfängt, um da noch mehr Power reinzukriegen, noch mehr Klarheit, noch mehr Bewusstmachung da reinzukriegen, was es für jeden Einzelnen bedeutet und wie einfach es doch ist, wenn wir diese ganzen anderen Überzeugungen und Lehren fallen lassen, die wirklich Lügen sind, die uns halt beigebracht worden sind. Und jetzt ist die Zeit der Wahrheit gekommen. Und diese Wahrheit ist wunderbar, weil diese wahre Idee über uns ist einfach göttlich und schön und liebenswert und liebevoll. Und das Alte abzukratzen und loszulassen und dann wirklich in diesen wahren Ursprung reinzugehen, der ja schon immer da war, der uns aber halt
verbaut wurde, oder? Da wurden Filter dazwischen instruiert, gelehrt in unserer Gesellschaft, die uns eben diesen Zugang vermauern wollten. Und man kann ja auch so weit gehen, dass man sagt, okay, die Zirbeldrüse ist ein wichtiges Organ im menschlichen Körper, die diese Verbindung erlaubt, und die wurde eben mit Fluor und was weiß ich nicht was verhindert. Ich persönlich glaube das nicht, weil ich glaube nicht, dass mein menschlicher Körper oder mein materieller Körper durch materielle Einflüsse beeinflusst werden kann, wenn mein absolut göttlicher, klarer, perfekter Verstand reguliert. Weil der Körper ist nur Materie und die Materie ist einfach materialisierte, manifestierte, nicht physikalische Energie. Ja, und wenn die dominiert in Ganzheit und in Fülle und in Göttlichkeit, dann kann keine andere Materie meine Materie beeinflussen, wenn ich das nicht zulasse, weil ich glaube, dass es möglich ist. Und deswegen ist es auch Geistheilung, oder? Also das Geistliche, das Spirituelle, das Nichtmaterielle. Dieser Geist, dieser göttliche, perfekte, liebende, vollkommene Geist, wenn der unseren Körper ohne Einschränkungen regiert, dann kann unser Körper keine Einschränkungen haben. Es ist gegen das göttliche Gesetz. Wenn der göttliche Geist in dir regiert, die göttliche Vorstellung, das göttliche Denken, das göttliche Gefühl und daraus das göttliche Handeln, muss dein Körper damit einhergehen. Und das heißt, er wird vollkommen wieder, respektive er geht in seine vollkommene Wahrheit zurück, von der er abgedriftet ist. Das ist für mich die körperliche Heilung. Und dieser Prozess fängt eben genau dort an, dass ich diesen göttlichen Verstand übernehme und aufsetze und für mich in Anspruch nehme, mit dem ich geboren bin, und diesen menschlichen informierten, gelehrten, mit Lügen und Einschränkungen durchsetzten Verstand ablege. Und das ist natürlich ein Prozess. Ja? Das ist ein Prozess, und der ist am Anfang langsam, weil es da so verstopft ist. Und wenn ich dann einen gewissen Punkt erreicht habe, wo dann mehr Energie durchgeht, dann wird der schneller, dann geht der schneller. Das ist wie beim Training, oder? Bis du angefangen hast zu joggen, die erste Woche ist harzig. Da musst du dich immer wieder überwinden, aber hinterher bist du im Fluss. Und genauso ist es mit dieser energetischen Arbeit einerseits und andererseits mit dieser Mindset-Arbeit, aber dieses Neuorientieren, Neuinformieren des Verstandes, genauso harzig ist es, bis er mal die Grundregeln akzeptiert hat und eben das neue Einmaleins des Denkens gelernt hat und die neuen gesetzlichen Grundlagen des Lebens gelernt hat. Und auf dem aufbauend flutscht es dann auch weiter. Aber der Anfang ist harzig. Ich habe ganz schön viel Zeit verloren, das rauszufinden, logischerweise, oder? Dass ich immer wieder zurückgegangen bin in das alte Denken und mich dann gewundert habe, warum mein Körper nicht reagiert hat, weil ich die ganze Zeit zicki-zacki gefahren bin und nicht diese Göttlichkeit mich habe führen lassen, weil ich diese Göttlichkeit für mich komplett abgelehnt habe. Weil ich natürlich auch immer noch war, die Scheißkirche und was die erzählen, ist doch alles Bullshit, und den Gott gibt es ja gar nicht, bis ich kapiert habe, was es wirklich ist und was ich für eine Macht und was ich für ein Recht habe als göttliches Wesen auf dieser Erde. Das zu lernen, ist halt gegen das meiste, was wir bis jetzt gelernt haben. Ja, und ich sag's nochmal, es war absichtlich, es ist beabsichtigt, dass wir in diese Power nicht reinsteigen, weil dann sind wir unfrei und dann sind wir kontrollierbar und dann sind wir manipulierbar und dann fühlen sich eben diese Menschen, die daran nicht glauben, dass es diese riesengroße Fülle für alle gibt, die fühlen sich natürlich dann in Macht und Kontrolle. Also völlig blablabla, falsches Denken im Kopf. Weil es ist ja, wir sind ja in einer riesengroßen Fülle
Aber in diese Fülle treten wir ja nur ein, wenn wir die Beschränktheit ablegen und tatsächlich an Fülle glauben und Fülle leben. Aber das ist auch hier oben wieder nicht so programmiert, sondern es ist programmiert, dass es beschränkt ist, oder? Dass es einen Markt gibt, dass wir einen Marktanteil erobern müssen, ja? Das ist halt diese Vorstellung. Aber ich sage, ich kreiere meinen Markt. Ich muss keinen Marktanteil erobern, sondern ich kreiere meinen Markt aus der unendlichen Fülle, der unendlich groß ist. Ganz anderes Denken. Und dieses andere Denken ist natürlich auch für mich als Marktforscherin, als Betriebswirtschaftlerin, als Analytikerin natürlich eine ganz andere Geschichte, als was man mir im Studium eingetrichtert hat und was ich natürlich nachher in meiner Businesspraxis gelebt und gelehrt habe und beraten habe. Ja? Und deswegen bin ich da ja auch ausgetreten auf diese Art und Weise, weil ich sage, diese Gesetze stimmen nicht. Die Gesetze, auf denen die Betriebswirtschaft quasi ihre Lehren und ihre Schlussfolgerungen, aus denen sie bezieht, das ist nicht wahr, weil das ist alles auf einen beschränkten Horizont, auf eine Beschränktheit, auf eine Endlichkeit ausgerichtet und nicht auf eine unendliche Fülle. Und das, was ich jetzt lebe und unterrichte, ist eben ganz anders. Es ist die Betriebswirtschaft, die ich gelehrt habe, auf die göttlichen Gesetze aufgebaut. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die ist genial, die ist leicht, die ist freudig, die ist abenteuerlich, die ist unbekannt. Das muss man natürlich auch lernen, gern zu haben. Ja? Das ist aber alle auch nicht gleich gern. Wir wollen ja die Dinge voraussehen, vor allem voraussehen. Ja? Und wir tun sie ja auch voraussehen, aber mit anderen Gesetzen. Wir brauchen keine Basis und wir brauchen auch keinen linearen Prozess, um zu kreieren, sondern wir kreieren bedingungslos. Ja, wir brauchen nicht die Bedingungen erfüllen, um dann dorthin zu kommen, wo wir sein wollen, sondern wir entscheiden, wo wir sein wollen und dann werden wir uns dorthin kreieren. So sieht's aus. Ganz anderer Aspekt, ganz andere Vorgehensweise. Aber viel, viel, viel schneller und viel, viel, viel wirkungsvoller. Ja, ihr Lieben, ich freue mich auf euch morgen, wenn ihr Zeit habt. Um 9 Uhr geht's los mit der Challenge. Was wollte ich noch sagen? Ja, jetzt sind ein paar dazugekommen. Schaut euch unbedingt das Video von vorne an. Es ist wieder Gold. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Bis dann. Tschüssi.